Heute kochen wir vegetarisch und zwar Hirseleibchen. Willkommen in Lisas Küche. Vorbereitet habe ich Hirse, gekocht in Salzwasser, eine Tasse Hirse mit zwei Tassen Wasser. Dazu gebe ich ein Ei, je nach Konsistenz ein bis drei Eier. Das wird dann da gut vermengt mit der Hirse. Am besten geht das mit der Gabel. Dann geben wir die Gewürze dazu, also die Kräuter. Ich habe Petersilie klein geschnitten, man kann auch noch Schnittlauch nehmen. Dann habe ich hier Zwiebeln klein geschnitten, klein gehackt. Kommt noch Curry hinein. Und etwas Sauerrahm oder Halbsauerrahm. Und Käse, geriebenen Käse. Emmentaler oder Parmesan. Den restlichen Käse stelle ich auf die Seite, den gebe ich dann am Schluss über die Hirseleibchen, über die fertigen Hirseleibchen drüber. Den Sauerrahm gut vermischen. Es sollte eine leicht klebrige Masse sein und daraus werden dann die Leibchen geformt. Und in heißem Öl angebraten. Jetzt machen wir den Ofen heiß, also die Platte wird ja, jetzt kommt es in heißes Öl hinein. Dann stechen wir mit Löffel formen. Und dann wird es auf der Unterseite goldgelb gebraten. Und dann kann man sie umdrehen und auf der anderen Seite fertig braten lassen. Wenn die Unterseite schön gebräunt ist und es durchgegart ist, dann wird es gedreht. Dann streuen wir auf die Oberseite etwas geriebenen Paprika. Denn der restliche Käse wird darüber gestreut. Wenn der dann geschmolzen ist, dann ist es fertig zum Essen. Ich wünsche euch viel Appetit und gutes Gelingen.